Hallo und herzlich willkommen zu PlayStation Home Staffel 2. Und ja, wer kann das hier wohl sein, was ich hier aussehe? Natürlich, ich bin der Slenderman. Naja, so als unechter Ebenbild. Als sein unechten Ebenbild. So, das hier ist ein interessanter Raum, man nennt ihn The Casino, also das Casino. Und man spielt hier mit echten Chips, ja. Also, wenn man hier schon neu beginnt und fängt man mit 100 Chips an, ich weiß es nicht mehr. Ich schätze mal mit 100 Chips. Und ich hatte mal hier aus Langeweile alles verzockt. Leider. Weil ich hier die ganze Zeit das hier gespielt habe. Krieg und Frieden. Irgendwie. Warte mal, das kann ich jetzt euch mal erklären. Bei diesem Tisch also. Hier Krieg und Frieden ist Ziel bei dem Deck oder bei dem Spiel hier, dass ihr die höchste Karte habt, höchste Karte benötigt, um den anderen, also den Dealer oder den Kartengeber, also zum Beispiel, ihr habt eine höchste Karte, während der Geber die niedrigste hat, dafür habt ihr eine gute Chance, da gewinnt ihr, sagen wir mal, 10 Chips, was pro Einsatz kriegt ihr, also was ihr eingesetzt habt, kriegt ihr, sagen wir mal, 10 Chips. Bei Gleichstand könnt ihr sogar 5 Chips einsetzen oder mehr. Und bei niedrigen, da verliert ihr. Also ihr verliert. Also wenn ihr eine niedrige Zahl habt, habt ihr verloren. Also das bedeutet von. Also die niedrigste Zahl ist 2, 3, 4 und 5 und die höchsten gehen von 6 bis zum Ass. Also das Ass ist das höchste, weil Ass kann unterschiedlich sein, weil Ass ist die 11 oder die 1, könnte man sagen. Ich glaube, ja, Ass ist das höchste. So. Aber es ist noch krasser, bei Krieg und Frieden ist das so, wenn ihr eine 6 habt und der Kartengeber dieselbe Zahl hat, also auch eine 6, dann könnt ihr in den Krieg ziehen, dann gibt der Kartengeber 3 Karten verdeckt hin und er gibt euch dann eine Karte, also die höchste oder eine niedrigste. Wenn ihr die höchste Karte bekommt und er die niedrigste, kriegt ihr den doppelten Einsatz. Also ihr macht ja richtig Gewinne oder Verluste. So, weiter geht's mit zum Keno. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten ist. Das ist so ähnlich wie Bingo, da hat man irgendwie ein paar Zahlen. Und wer die Zahlen da hat, der hat irgendwie einen Gewinn von 1000, ich weiß es jetzt nicht mehr. Dann gibt es hier dieses hier, den täglichen Geldspielautomat. Da könnt ihr immer pro Tag dort einen freien Dreh machen. So, ich zoome jetzt mal ganz nah ran. Also es gibt von 20 bis auf 2000. Wenn ihr jetzt eine Kirsche habt, kriegt ihr 20 Chips. Wenn ihr 3 Kleebehälter habt, 500. Wenn ihr 3 Kirschen habt, bekommt ihr 10.000. Wow, 10.000. Bei 2 Kirschen kriegt ihr 100. Bei 3 Sternen 1.000er. Bei 3 so einer komischen leeren Balken bekommt ihr 50.000 Chips. Bei 3 Würfeln 250 und bei 3 dieses Dollarzeichen 3 Stück bekommt ihr 2000 Chips. Wow, 50.000 Chips, ey Mann, da
Da ist man ja sofort schon reich. Und ich mit meiner aktuellen Börse habe 125. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt auf einmal 100 bekommen habe. Gestern war ich hier drin gewesen, hatte kaum noch Geld gehabt, da hatte so um die 10, hatte Krieg und Frieden auf einmal, wups, 100 Chips bekommen. Das hier ist auch ein Geldspielautomat. Da könnt ihr auch Verluste oder Gewinne kriegen. Das heißt, je höher ihr die Bolzen macht, desto mehr Gewinne kriegt ihr, aber desto weniger kriegt ihr den Anteil. So. Rechts müsste. Ja, links müsste Videopoker sein. Das ist ein ganz normales Poker. Da kriegt ihr 5 Karten. Zwei könnt ihr halten, wenn. Zwei oder mehr könnt ihr halten. Und das ist mein aktueller Stand. Ich habe 959 insgesamt. Das ist aber eine ganze Menge. Hier geht es zum Roulette und Big 6 Wheel. Hier geht es zum Blackjack und Craps. Blackjack kenne ich, weil wenn man 21 hat, hat man Blackjack. Ihr dürft aber nicht höher als 21 haben. Sonst habt ihr verloren. Hier ist der Pokerraum. Und hier geht es nochmal zum Blackjack. Ja. Und dieses große Ding, das gibt's, da geht ihr zur Bingo-Halle. Benötigt ihr aber dafür 100 Chips, um mitzumachen. So. Und weiter geht's. Hier geht es zum VIP, also zur VIP-Area. Und Elevator, da ist dann euer eigener Raum, schätze ich mal. Und dann gibt es noch eins, das ist dann der High Roller. Schätze ich mal, da müsste ich mal zur. Da müsste ich, wo ist hier bitte schon ein Terminal? Hier ist der Kassierer. Ach, hier ist Bekanntmachung. Das ist der Infostand. Das ist der Glücksspringbrunnen, da könnt ihr einen Chip da reinwerfen, weil wenn es irgendwie außerhalb ist, dann kriegt er Pech und wenn es dann irgendwie drin ist, dann kriegt er irgendwie Glück oder so. Ach ja, hier geht's hin. Hier geht's rein. Also diese Räume können wir betreten, also der Pokerraum, der Blackjack-Raum, der Roulette und Big 6 Wheel, dann die Bingo-Halle. Und die anderen beiden Bereiche, da müssten wir VIP sein und das andere ist dann High Roller Lounge. High Roller bedeutet, da könnt ihr mit mehr als 10.000, ich weiß es jetzt nicht mehr, dort beitreten und bestimmt sich so viel Geld verlieren oder gewinnen. Jedenfalls, ich werde erstmal hier weggehen und mich von einem weiteren. Na toll, das muss ich schon wieder downloaden. Das ist doch sowas von Beschiss. Muss ich hier alles mit Download machen? Nerv. Nämlich das hier, PlayStation Home Hold'em. Willkommen bei PlayStation Home Hold'em. Tritt in Texas Hold'em Partien gegen andere PlayStation Home Spieler an. Mehr Action zu erleben. Tja, das ist beim Sportswolk. Und der PlayStation Hold'em, das ist so eine Art Texas Hold'em.
Ihr bekommt zwei Karten und es fängt an mit Flop. Dann gibt's den Turn. Dann am Ende gibt's den River und da könnt ihr bieten, wenn ihr gute Karten habt. Nur bloß, wenn ihr gute Karten habt. Ansonsten geht ihr leer aus. Dann gibt es den also den berüchtigten Kinoraum. Der ist auch richtig nice gemacht worden. Den kann ich euch zeigen. Da gehe ich mal zum Homeplatz. Homeplatz, Sony Computer Entertainment. Jetzt wissen wir, wer das hier alles gemacht hat. Das war alles Sony Computer Entertainment, also dieses SCE Zeichen, das müsste ist das hier irgendwo zu sehen, irgendwo mit dem SCE Zeichen. Nein. Nee. Glaub nicht, nee. So. Jedenfalls, ich werde erstmal. Und ich glaube, ich muss dringend kacken. Oh mein Gott. Sportzeug. Hä? Da geht's zum Sportzeug rein. Wo bitte kann ich zum. Hol dir deine eigene Stadt, das ist Home Tycoon. Aber wo bitte schon geht's hier zum Kino rein? Ich möchte gerne zum Kino rein. Ach, dafür gibt's bestimmt ja diese Karte. Ah ne, da geht's in dem Bereich, wo man einkaufen kann. Neu und zu empfehlen. Ach, das Tor. Das ist immer, wenn man jetzt neu und zu empfehlen, gibt es hier meistens was zu kaufen. Meistens gibt es auch Rabatte. Jedenfalls, da muss ich etwa so reingehen. Ja, hier steht es drauf, Kino. Da müssen wir erstmal warten, bis das hier fertig ist. Ansonsten mache ich das hinten mal so. Hingehen. Auf X. Ja, es dauert ein bisschen. Und das wird schon wieder eine längere Folge. Ich wollte eigentlich hier bloß eine 15-Minuten-Reihe machen erstmal. Komm, mach hin. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Das hört man bis. Egal ob ich meine Tür zu habe, ey. Man hört das Lied, ey. Da krieg ich schon wieder Copyright-Verstöße, wa? Ah, da kann ich nur bloß sagen, danke YouTube. Selbst sogar wenn ich das hätte Single gekriegt, krieg ich Copyright-Verstoß. Voll lame. Ah, ist das herrlich. So, das ist der Kinobereich. Der sieht jetzt auch ganz schön anders aus. Da sagt man, WTF, wieso sieht das jetzt so ulkig aus und so japanisch Stil? So. Wo gehe ich denn als erstes hin? Oh, God of War. Extension. Kinosaal 7. Aha. So, ich gehe mal in einen dieser Kinosaal rein. Geh mal hier rein. In ihrem Gebiet nicht verfügbar. Fuck! Da war was mit Werbung gewesen. Schleichwerbung!
Oh Mann, wo kann ich denn hier rein? Gehen wir mal bei Kinosaal 5. Da kann ich euch mal den Kinosaal euch mal zeigen, wie das aussieht. Und im Kino und gibt es hier dieser Kinosaal. Und ja, man kann nur sagen, die Sitze sehen richtig nice aus, oder? Man kann hier unten sich hinsetzen, man kann da oben sich hinsetzen. Oh, Ubisoft. Oh lol, ich mach Werbung für Assassin's Creed. Ezio becomes an assassin in order to Langweilig. Mach mal was Besseres. Oh, ich habe die Benachrichtigung angelassen. Egal. Was gibt's denn noch so für neue Bereiche? Gibt es sonst irgendwelche neuen Bereiche, die ich euch zeigen möchte? Okay, hier ist neu und zu empfehlen. Die großartige Edo-Zeit Nymphens hat sie verändert. Home Tycoon. Die Prärie, da braucht man ein Pferd, da muss man ein Pferd kaufen. Und das Xi Continuum, ja, man kennt es. Xi lässt grüßen. Mann, das war noch Zeit, ne. Ja, meine Apartments. Und das kriegt man, wenn man bei der Casino kriegt man gratis Hotelzimmer. Habe ich mir gekauft. Ich glaube, ja, den Rest habe ich mir gekauft. So, ich gehe mal in diesen Dolphi-Raum und dann beende ich mal jetzt diesen Part mal wieder. Dolphi-Raum, Hudson-Soft.co. Hudson, also die Firma Hudson hat auch Bomberman gemacht und so alles. So, ich gucke mal, wie geht's dir denn, Shadow? Du kriegst ein Alligator. Jetzt ein Alligator-Fisch. Ah, jetzt Sonic, der hat. Den gebe ich ein Tempofisch. Und mal schauen, was habe ich denn hier so gemacht? Das ist von der Gamescom 2012. Apropos Gamescom, ich schätze mal, jetzt wäre das mal jetzt zum Thema Gamescom 2013. Was findet ihr besser? Soll wieder die Gamescom? Ich sag's jetzt mal ernst, soll wirklich mal wieder die Gamescom wieder nach Leipzig kommen? Also, ich fand's viel besser, dass die Gamescom in Leipzig ist und nicht in Köln. Weil der Grund ist, Leipzig ist viel näher dran bei mir als in Köln. Da bräuchte ich nicht so viele Züge fahren. Und der Grund ist, die Messehalle Leipzig könnte ein bisschen vergrößert werden. Also vergrößert werden oder könnte ein bisschen mehr Räume dazu machen oder Gebäude hinzufügen. Das wäre recht nett, wenn
sowas kommen könnte. Jedenfalls, ich werde mich jetzt hier und jetzt mich verabschieden und der Slender sagt Ciao. Also, bis zum nächsten Part von PlayStation Home Staffel 2. Ich bin der Eson87. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.